Ich wieder angefangen zu reiben. So, wobei, das bist du gefickt, Alter. Sorry, danke, aber. Alter, wen hast du jetzt alles gerufen? Wir sind alles online. Die ganzen Kopf hier eigentlich jetzt. Alter, ich hasse dich so. Und ich habe übrigens gesagt, ja, dass du wahrscheinlich echt? Dadurch, dass du an deinem Haus warst, jetzt schwer bewaffnet bist. Ja, also dürfen alle Mittel. Jetzt im Ernst? Really? Ja, er holt mich jetzt ernsthaft. Er holt jetzt noch einen Ghost raus jetzt hier. Aber wir geben keine Infos, glaube ich. Was haben wir denn da? 8,9 Kilometer. Wo ist das? Oh, da kommen sie, da kommen sie. Oh, die Schnauze. Vor allem braucht man ja das Problem, jetzt kommt nämlich das Wortlevel. Ja, aber er ist im Offroad. Man kann einfach nur Offroad fahren. Also, so, die auch so ab. Ziemlich, ey, ich sitze in meinem Haus, Mann. Ich verkenne mich jetzt in meinem Haus. Das ist mir doch egal. Ich kenne mich mal. Ja, du Schweine! Ja, du schießt da noch durch, oder? Ich weiß, was du mir kommst. Ja, ich schieße eh nur in die Luft, Mann. Sag, du müsstest. Interpol schon vor. Genau. Ich schieße eh nur in die Luft. Aber landet mal mit euren Helis, man hört wieder gar nichts. Sag bitte den Cops, er müsste irgendwo beim Gear-Trader ein Haus haben. Ich hab mich nur geschossen, aber Leute, ihr müsst Cops haben 100% schon gesehen. Ja, ich bin ja schon am Laden. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine! Möchte jemand vielleicht zum Godfather, genau, zum Godfather fliegen? Der hat irgendwie nur noch 20%. Man hat ab Pech gehabt. Der ist doch ein Kavaller irgendwo. Der ist hier auf diesem großen Berg östlich von Kavala. Sound muted. Kommt doch! Ihr Weicheier! Kriegt mich hier niemals raus aus meinem Haus! Das traut euch nicht oder was? Ich ergeb dich nicht! Du schmeißt mich vom Feld! Mach ich dich fertig! Yeah! Er braucht doch alles klären! Kommen Sie raus! Nein! Ich wurde verraten von meinem Chefarzt! Ich komm hier nicht raus! Ihr müsst mich rausholen! Man kann alles klären! Nichts zu klären! Ziehen Sie einfach ab! Klär, das sind beim Chef! Dr. Bruchbein, beruhigen Sie sich! Wenn ich will! Ich beruhige mich, wenn ich das will, nicht wenn Sie mir das sagen. Ich bin am längeren Hebel, nicht Sie. Dr. Bruchbein, ganz ruhig, wir können alles lösen. Kommen Sie doch, ich habe keine Angst vor Ihnen. Sie haben keine Chance gegen mich. Das ist mein Haus, ich kenne mich hier besser aus als Sie. Geh weg! Ich weiß ganz genau, dass du da unten nix, du Lappen! Du hast dich verraten, du Schwein! Du hast gesagt, die sollen mich einknasten! Ich hab niemanden, das ist die pure Unterstellung! Würde ich nie machen! Doch Bruchbein, es ist alles zu klein! Rufbein, kommen Sie freiwillig raus oder ich muss die Polizisten sagen, dass Sie waiten müssen. Machen Sie das doch! Auf mein Fenster! Alter, können wir geh weg!
Ich will dich nicht töten, Junge! Ich hab nichts gegen dich! Geh einfach weg! Und jetzt los! Komm mal weiter! Hochfeier, wir sind in der Überzahl! Gib sie auf! Niemals! Ich werde dich aufgeben! Ich war euch allerdings! Beruhigen Sie sich doch! Wir können doch über alles reden! Beruhigen Sie sich! Legen Sie die Waffen nieder oder wir müssen reinkommen! Dann kommst du doch! Hab keine Angst vor Ihnen! Ihre Rekruten gefallen mir nicht! Die sollen weggehen! Unterbruchbein, wir geben noch 5 Sekunden! Ich werde mich selbst umbringen! Ziehen ab! Bring mich selbst um! 4 3 Geben Sie auf! Gehen Sie weg! Ich seh nichts mehr! Oh Gott! Ich hab mir auf den Gast, ich meine! Ich seh nichts mehr! Oh Gott! Oh Gott, ich seh gar nichts mehr! Oh Gott! Hilfe! Meine Augen brennen so! Meine Augen brennen! Meine Augen! Nein, ich komme nicht raus! Vorher muss ich mich selbst um! Ich seh nichts mehr! Wo bin ich? Oh Gott! Oh nein! Er hat mich! Oh nein! Was machen Sie denn hier? Ich hab mich ja verschanzt! Bruchbein, was war denn das? Mussten wir hier extra reinkommen? Mein Jeffers hat mich verraten, die Sau! Wir haben ja die Missbrauchteams gerade aufgehalten. Mensch, oh mein Gott, wie viel sind hier? Oh Gott! Dr. Bruchbein, wir nehmen Sie mal mit raus! Ist ja so voll... Bruchbein, wieso? Die Polizei hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Nicht, dass sie jetzt. Nicht, dass sie ja noch von ihrem Dienst jetzt suspendiert werden. Nein, nein. Der ist ja schwer bewaffnet, der Mann. Also jetzt alles wegen dir, du bist schuld. Du bist schuld. Du hast allen gesagt, ich hätte dich überfahren, du Sau. Ich hab gar nicht überfahren. Guck, was du gemacht hast. Ich hab mich überfahren, alt, geil. Guck, hier steht 5 Polizisten. Guck's dir an, alles wegen dir, nur weil du rumliegst und sagst, ich hätte dich überfahren. Wir sind keine Freunde mehr. Hochbein, sind anderen Freunden. Entschuldigung. Geh weg, das ist ja mein Kollege. Ich hab ja auch nicht bewaffnet und rumgeballert. Tut mir leid. Dr. Bruchbein, wir waren doch alle Zeugen, wie sie den Kollegen überfahren haben. Das stimmt gar nicht, das haben sie sich alle eingebildet. Wir waren doch dabei. Das haben sie sich alle eingebildet, alles so wie es hier steht. Ich hab alle Bruchbein. Alle Lügner haben sich nicht gehalten. Ich bin froh sein, dass er das überlebt hat. Mann, Bruchbein. Bruchbein, jetzt gibt's da nicht. Haben wir aufgegeben. Genau. Der Bruchbein, warum alles sind denn aus dem Bruchbein? So, an die Polizisten, die sehen. Genau. Sie haben nichts gesehen. Ja, haben wir uns verstanden. Ja, mit 10 Dollar sind wir nicht abschließend. Jetzt mit 10 Dollar, also, das wird leider so. Was? 10 Dollar? Müssen wir noch mal ein bisschen drauflegen. Es kommt auch noch Bestechung dazu. Was? 10 Dollar, das wäre nur für Sie. Der Herr Bruchbein, der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Verletzung des Kollegen, ja. Fluchtversuch aus dem Geld, auch noch Bestechung, wird ja immer besser, Herr Bruchbein. Oh, und nein, ich sehe gerade. Ich rette dich, Bruchbein, ich rette dich. Au. Das zieht! Mein Krieg, dieser versuchte Kameraden, Schwein! Knasse den mit ein, die Sau! Knasse dich ein! Nein, die Oberärzte haben mich hier so verschworen! Ey, oh nein, return to mission! Tun Sie was! Alles, was ich die Oberärzte! 11, fall back! Ah, Herr Bruchbein, Dr. Narkose, was haben denn hier für Leute Sie bei Ihnen? Sie haben noch nicht mal die Befugnis, ja, das sind die Oberärzte, die haben sich verschworen hier, die Schweine!
Ihr könnt mir gar nichts. Der Bruder, ihr könnt mir gar nichts. Ich will meinen Halt. Keine Waffen. Mann, keine Waffen. Die beiden weg, ich kann die nicht. Ja, ich hab die vorhin verloren. Wieso haben wir den Bruchbein zu befreien? Oder zu entführen? Meine besten Männer haben mich verraten, diese Schweine. Du Schwein, hast mich verraten. Du hast mich verraten. Du hast mich verraten. Du hast gesagt, ich soll mich einknasten. Du hinterhältiges Stück. Wenn du dein Kollege, ich bin nicht käuflich. Doch, sie sind käuflich, Interpol, sie sind doch käuflich. Bin nicht käuflich, da können wir noch so viel Geld zustecken. Widerstand gegen die Staatsgewalt. 8. Return to formation. 11. Return to formation. Machen Sie mich frei. Ja, ich kenne meine Rechte. Können Sie Jetzt schaut keiner. Ich glaube, da war alle besoffen. Ich kann nicht laufen, ich bin nur ein kleiner Fisch. Ja, sie haben ja gar nicht mehr geschenkt mit Geld, sondern die Hände. Ja, fragen eine Bündnis-Polizisten gegangen, ja. Oh, hoppa. Ja, es tut mir leid. Sie nehmen die Waffe ab und lassen mich laufen. Nein. Ich glaube, das ist ein Bußgeld. Ich kann die nicht mehr sehen, die beiden. Was? Bußgeld auch noch? Ja, also, sonst war vorher. Kurse, ja, wir kennen das hier auch. Wahnsinn, das war ein Officer. Ob das mit Ihren Bossen Kollegen in Klärung, dass Ihr Kollegen das schenkt. Ich bin aber nicht gemacht. Gucken Sie mal, der Erzke haut ab. 8. Return to formation. 11. Fall back. Ja, ich liebe dich. Nein. Der Verräter. Herr Officer, Sie lassen doch bestimmt mit sich reden. 8 Grad, die Sau. Er findet mich niemals. Edgar, du Schlinge, komm raus. Ah, Herr Bruchbein. Das haben Sie schon mal schön gemacht. Gucken Sie mal, Sie haben nichts gesehen. Sie haben nichts gesehen, Herr Officer. Ich bitte Sie, jetzt dann einmal die Waffe auf den Boden zu legen. Ich werde Ihnen die Handschellen abmachen, weil Sie haben keine Befugnis, die Waffe zu tragen. Ja, werde ich machen. Dann jetzt einmal bitte die Waffe auf den Boden legen. Keine hektischen Bewegungen machen. Nein, mache ich nicht. Mach gar nicht. So, ein paar Schritte nach hinten. So, Herr Bruchbein. Ich glaube, ich werde Sie jetzt da bringen, woher Sie gekommen sind. Das finde ich aber nett, dass Sie mich nach Kavala ins Krankenhaus bringen. Das finde ich aber sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Nein. Haben Sie was Falsches getan? Sie kommen in den Hochsicherheitstrakt, Herr Bruchbein. Sie kommen in den Bau, Herr Bruchbein. In den Bau geht für Sie, in das schwedische Gardin. Damit Sie da war ich doch erst. Da will ich nicht schon wieder hin. So, Herr Wohler, steigen Sie mal bitte ins Auto, dass dieses dreckige Logo von unserem Auto weggeht. Dankeschön, Herr Wohler. Was für ein dreckiges Logo! Hackt's bei Ihnen! Das ist das schönste Logo, was es gibt! So, Herr Bruchbein. Ich werde jetzt Ihre Füße an Ihre Hände binden. Und Ihre Hände werde ich jetzt an die Türe binden. Sollten Sie die Türe aufmachen, dann werden Sie einfach hinterhergeschliffen, ja? Na ganz toll. Dann mache ich die Tür lieber nicht auf. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Das ist wahrscheinlich besser, Herr Bruchbein, ja? Jetzt ist nämlich Schluss. Und später bekommen Sie noch so eine Ich-hab-mich-lieb-Weste. Junge! Und dann ist der Spaß endgültig vorbei. Ja? Dann haben Sie endlich mal einen Freund gefunden, Herr Bruchbein. Ich bin immer öfters in letzter Zeit rein, jo. Die haben nicht die Feste. Mann! Wie sind Sie nur Oberarzt geworden? Mann, Sie haben Doktortitel, Junge, aber sind auch verrückter als alle anderen zusammen hier. Na klar, hat man ja bei dem Job hier. So, kann jetzt mal einer mit mir mitkommen, nicht dass ich wieder getasert werde? Gott sei Dank.
Polizist sich auf dem Zeit. Bringen Sie mich hin. Ja, Dr. Bruchbein, Sie haben sich gerade alle Gliedmaßen abgeschmissen hier, ja? Die waren sehr gut gekämpft. Ich wurde rausgezogen. Mensch, irgendjemand hat mich aus dem Auto rausgezogen. Bis auf. Da, wo sie hingehören. Du bist ruhig! Mopfchen! Ich könnte die Sportlimo noch mit abschleppen von dem Herrn Oetker. Die braucht er ja jetzt nicht mehr. Was ist hier los? Kriegen Sie mich nicht rein, Herr Olaf? Soll ich laufen oder was? Jetzt, gucken Sie mal, wie ich deine... Gucken Sie mal, was ich für ein Trauerklos bin. Ich hasse dich! Ich hasse alle meine Chefärzte. Ich hasse meine Chefärzte. Können Sie die mal... Jungs, jemand muss noch die Sportnummer enttauschen. Bin ich dabei? Die ich höre auf 2000. Die sind ja nicht solche Unmenschen wie Sie. Die sind ja wirklich kein Korrupt. Herr Dr. Oetker, Herr Olafsson. Ich bin ja nicht korrupt. Sie wissen schon, warum das so gekommen ist. Wir werden nicht bezahlt. Wir müssen rebellieren. Schlechte Bezahlung, kein Essen, schlechtes Essen. Du bist der ruhig! Der Narkose haut uns! Du hast dir gar nichts mehr zu sagen, mein Freund! Du schweige nur wegen dir eigentlich der Scheiße hier drin! Du hast mich überfahren, du Sack! Einfach so! Wir haben dich gar nicht überfahren! Sei doch ruhig! Ich sag doch sowas nicht! Du hast mich überfahren! Nein! Das war ein Fehler in der Matrix! Haben alle gesehen, am Checkpoint! Einfach so! Alle betrunken, ganzen Officer und Rekruten, die saufen nach Alarm-Checkpoint. Ja, ich weiß. Trotzdem hast du mich überfahren. Aber die haben echt alle nach Alkohol gestunken. Ich rede nicht mehr mit dir. Haha. Ha. Du bist nicht mehr mein. Und die Cops können immer noch nicht Auto fahren. Es gibt nur einen. Zum Glück fährt nicht Sergeant Bro. Dann wären wir jetzt schon tot. Dann wären wir im Sanitäterhimmel. Kennt ihr mal ein gutes Lied? Ich schlag den Oetker aufs Maul, ich schlag den Oetker aufs Maul. Du schlägst den Oetker nicht aufs Maul. Aber wir müssen tanken. Tanken! Ich wollte mir noch eine Stange kippen wollen, bevor ich im Knast war, denn die kosten da so viel Geld. So, jo. Die beiden Herren, sie werden jetzt hier in die Obhut des Rekruten gegeben. Oh und Gott. Der wird sie jetzt in die Heilanstalt bringen, ja? Oh mein Gott. Doch kein Rekrut. Ich will keine Rekruten. Die sind ich auch nicht. Böse. Vor allem, das ist einem Oberarzt nicht würdig. So ein kleiner, popliger Rekrut. Genau. Ich will von dem Deputy Chief oder Captain verhaftet werden, eingeknastet werden. Minimum. Wo sind die?
Wir haben Forderungen. Meine Forderungen müssen erfüllt werden, Herr Rekrut. Ich werde Sie jetzt. Ich will meinen Anruf. Und ich muss einmal pinkeln. Können Sie mal kurz anhalten? Hab ich schon längst. Die ganze Ladefläche schwimmt schon. Na super. Ich kann hier vorne laufen lassen, aber das. Der Rekrut redet noch nicht mal mit uns. Hab ich schon total eingeschüchtert. Reden Sie mal mit uns. Zwei. Herr Sepp, halten Sie mal bitte kurz an. Herr Sepp, wir können doch über... Genau. Deswegen soll ich anhalten. Ja, damit wir Sie unsere Forderung erfüllen können. Ich habe einen Befehl, den werde ich ausführen. Guck's okay, mal, und wir haben... Ich habe Ihnen gerade nicht was überwiesen. Da lässt sich doch über alles reden, oder? Herr Sepp, wie viel? Sie müssen nur eine Zahl sagen. Tut mir leid, ich habe einen Befehl und ich werde ihn ausführen. Herr Sepp, machen Sie nicht Dienst nach Vorschrift. Alle Ihre Kollegen sind korrupt und Ihre Chefs sowieso, die nehmen unsere Knete und Sie wollen jetzt uns hier einfach so Befehle ausführen. Machen Sie hier nicht einen auf Engel. Jeder ist käuflich, Herr Sepp. Wie viel Geld brauchen Sie? Ein Rekrut muss ja auch von was leben. Wir haben echt Knete. Ich bin nicht käuflich. Wie, Sie sind nicht käuflich? Aber überlegen Sie mal, so ein Polizeidienst ist nicht billig. Und ich meine, Ihre Karre braucht auch Sprit und ein Auto muss man sich auch kaufen. Ich meine, so eine kleine Finanzierung Richtung Ghost Talk, da können wir mit, können Sie mit uns reden. Ich meine, wir sind zwei Oberärzte. Sie haben nichts davon, wenn Sie uns jetzt in den Knast stecken. Wirklich nicht. Gar nichts. Ja, Sie können ja sagen, Sie sind Ihre eigene Sicherheit und das ist die Sicherheit der Bevölkerung, dass Sie jetzt ins Gefängnis kommen. Tut mir leid. Ja, ich habe doch gar nichts getan. Außerdem will ich meinen Anwalt sprechen. Lassen Sie den ein, lassen mich laufen. Ich habe Ihnen Geld gegeben. Lassen Sie mich rennen. Ich habe nichts gesehen. Mann. Mensch, Herr Rekrut. Entschuldigung. So, Herr Sepp. Also, jetzt reden wir mal Tacheles. Was, wie viel wollen Sie? Guten Tag. Sepp? Ja, aber... Hallo. Herr Slater, Ihr Rekrut... Ihr Rekrut verrückt geworden, hat hier Medics inhaftiert. Bitten Sie uns frei. Ich... Okay, kann man. Na, erklären Sie sich bitte kurz. Ich habe Auftrag von Officer Olafsen gekriegt. Ich soll die beiden ins Gefängnis bringen, weil beide sind psychisch krank und haben Mord begangen und haben auch Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet. Das hat Sie wegen Herrn Chefarzt Narkose gemacht und er ist in Wirklichkeit psychisch krank. Sie können sich einfach uns hier verhaften. Das ist doch der Wahnsinn. Überlegen Sie doch mal. Chefarzt, Herr Slater, so, ich werde Sie jetzt ins Gefängnis schicken, ja, gegen die Staatsgewalt mal wieder psychisch zu erholen. Ich bin auch nicht mit dem in einen Knast. Der stinkt. Ich auch nicht. Dann noch viel Spaß in Offenheit im Gefängnis und... Sie kommen wieder raus, sobald Sie sich beruhigt haben. Kriegen wir noch was zu trinken und zu essen? Das wäre mal nett, Herr Rekrut. Nein, ja, ich kann das nicht machen. Geben Sie den nichts, Seife, die ich mich fallen lassen verdursten. Kann. Geben Sie mir lieber Duschgel. Ja, genau, geben du wirst Sie meine Bitch. Du bist meine Bitch. Du bist meine Bitch. Knast, dass das schon mal klar ist. Dankeschön. Du bist meine Bitch, Alter. Ich mach dich gleich zur Bitch, sobald wir im Knast sind. Okay, dann viel Spaß im Aufenthalt, im Gefängnis und regen Sie sich wieder ab. Herr Sepp, 500.000, letztes Angebot. Ich glaub dir, was 500.000 nur, ich biete Ihnen 700.000. 700.000, mein letztes Wort. Herr Rekrut, tun Sie mir das doch nicht an. Verdammt, der hat es gemacht. Ich hasse dich. Geh. Wie habt ihr denn das denn geschafft? Was willst du jetzt da oben, du Lappen? Du bist meine neue Bitch, komm runter, los. Wollt ihr einer aufs Maul? Wir können hier gleich mal klarstellen. In dem Knast. Wer ihr das Sagen hat, Jungs, hä? Das ist unser komm, Block Medics, hier, geh mal euch fertig. Los, fragen Sie, wie ihr im Knast seid. Zieh den Finger, Junge, zieh den Finger einfach. Hä? Warum seid ihr nicht im Knast? Nicht. Ja, genau, au, und hier oben au, ist schon unser Platz. Au, mein Bein, so. Au. Ja, da bleiben wir. Ohne Witz, warum seid ihr im Knast? Ich verstehe das gerade nicht. Au.
Ja, Herr Daniel, Sie müssen hier nichts verstehen. Sie müssen mir bitte mal die Füße küssen. Wir müssen hier gleich mal klarstellen, welche Gang hier das Sagen hat. Au. Dankeschön. Ja, genau. Bitte sagen Sie mir, warum Sie im Knast sind. Ja, nicht. Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen, weil da gibt es doch nette Leute, die helfen auch den Menschen. Warum sollen Sie da im Gefängnis? Das verstehen wir auch nicht. Ich glaube einfach, die Polizei hat einen komplett einen an der Waffe. Die haben uns einfach eingeknastet. Wenn sie rauskommen, dann machen sie was dagegen. Ich setze mich jetzt ins Eck und wein. So. Der Kollege hier ist komplett verwirrt. Hallo, auf wein. Nein, ich red nicht mehr auf diese Weise mit dir. Sound resume. Warte, dass ich keine Flash mehr habe.